Halli, hallo, Hallöchen! Herzlich willkommen zurück in Oblivion, wo wir gerade im Bruma sind und so ein bisschen umgucken hier in der Stadt. Was wollt ihr? Irgendwer muss Kyoto einmal die Leviten lesen. Olfant wäre wohl der Richtige dafür. Auf Wiedersehen. Einfach ein bisschen umzugucken, was es hier so Interessantes gibt, welche Missionen hier so zu finden sind. Vielleicht nochmal die Magiergilde suchen. Wer bist du? Ich bin Yantus Brolus. Ich bin der Ausbilder in der Kunst der Illusion. Interessant. Auch Wie viel Geld haben wir eigentlich? ihr. 5000 schon? Wir haben schon 5000? Seit wann haben wir 5000? Kann ich mich eigentlich immer ausbilden? Ich habe in der letzten Folge alles verkauft. Ja. Theotrite, wenn ihr eine Rüstung oder Waffen benötigt, egal ob neu oder gebraucht, kommt zu Hammer und Axt. Ich arbeite hart. Leute wie Skjorta und Olfant bringen uns Nord in Verruf, weil sie die ganze Nacht saufen. Anscheinend sind die beiden nicht so beliebt. Ich war bei Olaf und begegnete diesem Dunmeer namens Reinil Dralas. Nach ein paar Runden erzählte er mir, er sei ein echter Vampirjäger. Was haben wir denn? Seht euch vor. Schönen Tag. Ich bin Tolgan, Herold der Gräfin Narina Karwein, hier in Brumar. Sie bittet euch, sie so schnell wie möglich aufzusuchen. Okay. Auf was bezieht sich dies? Die Gräfin Karwein würde lieber mit euch persönlich sprechen. Sie bat mich auch, euch dieses Präsent als kleinen Anreiz zu überreichen. Meine Herrin empfängt von morgens 8 bis abends um 6 Besucher. Das wäre die beste Zeit, mit ihr zu sprechen. 25 Gold ist aber nicht so viel. Aber warum stand da von 8 bis 12 und er sagt von 8 bis 6? Die Gräfin hält täglich von morgens 8 bis abends um 6 Audienz. Wenn ihr eine Audienz wünscht, kommt in dieser Zeit zurück. Ihr dürft euch auch gerne in der großen Halle aufhalten, während ihr wartet. Schönen Tag! Okay. Dann heißt das wohl, dass ich mit der Gräfin auch mal ein Wort wechseln sollte. Schönes Haus hat sie. Die Lehre. Ist sie denn auch zu Hause? Ja, Hallo. hallo. Bitte fahrt fort. Die Kämpfergilde sucht. Auf Wiedersehen. Schönes Kleid hast du an. Und einfach mal einen Streitkolben hier im Schrank. Warum auch nicht? Versuch was wert. Kämpfergelder. Ah, da hast du Magiergelder. Aber ich würde vielleicht doch lieber zuerst mit der Gräfin sprechen. Das interessiert mich jetzt irgendwie. Was zum Verkauf? Kann ich eigentlich in jeder Stadt ein Haus kaufen oder muss ich mich irgendwann dann entscheiden, wo ich wohnen möchte? Hallo! Habt ihr gehört, warum Edla Düsterherz angeblich Skyrim verlassen hat? Ich habe viel über sie gehört, aber nichts Gutes. Sie ist möglicherweise eine bezahlte Meuchelmörderin gewesen. Schönen Tag. Lebt wohl. Wir brauchen neue Rekruten. Seid ihr hart genug für die Kämpfergilde? Ich bin Honmund. Ich bin Goldsucher. Algar ist meine Frau, auf Nordart, ohne Hochzeit in der Kapelle oder irgend so einen Unsinn. Anvil ist in Aufruhr. In den Geralbergen gibt es jede Menge Mineralvorkommen. Ich bin dort wochenlang ganz allein, aber das macht mir nichts aus. Schönen Tag. Womit kann ich euch heute dienen?
Die Gräfin kommt aus den Ländern am Nieben, wie die meisten Angehörigen der Gilde und der Kapelle. Ihr werdet aber feststellen, dass es sich bei den meisten anderen um Nord handelt. Mhm. Habt ihr schon von Quatsch gehört? Man sagt, Daedra kamen aus Oblivion und brannten die ganze Stadt auf die Grundmauern nieder. Ja, das haben wir sogar ein bisschen von weitem gesehen. Gesehen. Ist aber nicht groß. Das kleine Stübchen. Hi. Edler, edler Düsterherz. Wenn ihr ein Schütze werden wollt, kann ich euch ausbilden. Wenn ihr atmen könnt, kann ich euch ausbilden. Ist zuversichtlich. Man sagt, es herrschen schlimme Zeiten in Quatsch. Die Stadt ist völlig zerstört. Es gibt kaum Überlebende. Wiedersehen. Wiedersehen. So, das hast du gerade zusammen. Jederzeit. Jederzeit, das ist schön, 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 schön. Wer bist du? Regner. Ich bin Regner. Wollt ihr etwas? Dann sprecht mit Edla, sie ist für alles zuständig. Okay. Ich war bei Olaf und begegnete diesem Dunmeer namens Rhein. Auf Wiedersehen. Na, das wissen wir ja schon. Anoras Haus. Was wollt ihr? Oh, du hast aber einen schönen Stein da um den Hals. Der sieht teuer aus und wertvoll. Seht ihr nicht, dass ich aufgebracht bin? Irgendwie schon, ja. Irgendwer muss Kyoto einmal die... Ah ja, der Vampirjäger. Soweit ich weiß, ist er vor kurzem hier in... Offenbar erschien ein... Ich kann mir nicht helfen. Ich habe einfach eine Schwäche für betuchte Männer. Dieser Olaf im Bräu und Streu zum Beispiel. Er ist verträumt und gleichzeitig erfolgreich. Okay. Endlich bin ich ihn los. Du bist mir irgendwie eine komische Dame. Unmöglich. Schade. Echt praktisch. Hier so ein Bett und wenn es kalt ist, kannst du einfach den Kamin anmachen. Da stehe ich mir gemütlich vor. Sie nennen mich Ongar, den Überdrüssigen. Ich war überall und habe alles gemacht. Jetzt habe ich mich niedergelassen, um mich endlich einmal auszuruhen. Das ist gut, dass du jetzt endlich Rentner geworden bist. Habt ihr von Jorundr gehört? Er wurde erwischt, als er Gold stehlen wollte. Und jetzt ist er im Knast. Arnora ist sicher zu Tode betrübt. Arnora und Jorundr waren einst ein glückliches Paar, doch das ist vorbei. Wie ich hörte, nahm er all ihr Geld und versteckte es, nachdem er einen Überfall begangen hatte. Er wollte ohne Arnora verschwinden, wurde jedoch gefasst, bevor er entkommen konnte. Und sie blieb völlig mittellos zurück, die Ärmste. Deswegen ist er aufgebracht, ja. Auf Wiedersehen. Ihr müsst verschwinden. Dies ist ein Verbrechensschauplatz und nur wir und Rhaenyl Dralas haben Zutritt. Was? Der Übeltäter hat ja schon seine gerechte Strafe erfahren. Jetzt geht es nur noch um das Klären von Einzelheiten. Ich könnte euch mehr sagen, aber ich weiß überhaupt nicht, wer ihr seid und ob ich euch solche Informationen anvertrauen kann. Natürlich kannst du. Was sucht ihr? Das Gasthaus Geralblick. Wir werden sehen. Kann ich ihn bestechen und erzählt er mir was? Seht ihr? War das schwer? Nö. Ich denke, ich kann euch ruhig sagen, was geschehen ist. Die Spatzen werden es eh bald von allen Dächern pfeifen. Es hat sich herausgestellt, dass Bradon Lirian ein Vampir ist. Oder war. Ohne Rhaenyl Dralas hätten wir das vielleicht nie erfahren. Ich will's euch erklären.
In der letzten Woche fanden wir draußen an der Stadtmauer zwei kaum verscharrte Leichen. Beide hatten winzige Einstiche am Hals. Die Leichen waren die von Bettlern, die auf der Suche nach milden Gaben durch die Straßen zogen. Der Vampir dachte wahrscheinlich, dass keiner sie vermissen würde. Zu unserem Glück kam da Rainil in unsere Stadt. Er sagte, er sei Vampirjäger, also baten wir ihn um Hilfe. Er folgte dem Vampir zu diesem Haus. Als er gegen Mittag das Haus betrat, schlief Bradon gerade. So konnte er ihn gleich an Ort und Stelle erledigen. Bradons Frau war zum Glück gerade außer Haus. Die Arme, sie wusste nicht mal, dass ihr Mann infiziert war. Wir haben den Vorfall untersucht und es stimmt. Niemand kann sich erinnern, Bradon je bei Tage gesehen zu haben. Er ließ sich immer nur nachts blicken. Mehr kann ich euch nicht sagen, fürchte ich. Ihr seht also, wir brauchen wirklich keine Hilfe. Aber danke für das Angebot. Würde mich nicht wundern, wenn am Ende sich herausstellt, dass Rainil eigentlich der Vampir ist. Soweit ich weiß, war er ein guter Mensch. Mich hat das völlig überrascht. Aber Vampire sind ja Meister der Täuschung, also könnte es schon sein. Ich bin beeindruckt. Nach nur einem Tag hatte er den Vampir bereits ausfindig gemacht. Schätze, deshalb macht er das wohl beruflich. Wie ich höre, ist Jantus Brolus in der Zauberei und der Schmiedekunst bewandert. Befragt ruhig die anderen Leute in der Stadt. Sie sollten euch keinen Ärger bereiten. Ich kann das alles kaum glauben. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Mein Mann war kein Vampir. Das ist lächerlich. Keiner will mir zuhören. Bitte beruhigt euch, ich möchte euch helfen. Verzeiht mir. Ich liebte meinen Mann sehr und ihn auf diese Weise zu verlieren, ergibt keinen Sinn. Dame. Ich wäre euch für jede Hilfe unendlich dankbar. Das geschieht alles so schnell. Erzähl mir, was passiert ist. Ich kam erst vor einigen Stunden heim. Ich fand die Tür offen und meinen Bradon tot. Und über ihm stand ein Dunmeer. Ich schrie und rannte auf die Straße. Ein paar Soldaten der Stadtwache müssen in der Nähe gewesen sein, weil sie schnell ankamen. Ich hörte, wie der Dunmeer sich als Rainil Dralas vorstellte. Er meinte, er sei ein Vampirjäger und hinter Bradon her gewesen. Die Wachen schienen Rainil zu kennen, und als sie das Haus durchsuchten, fanden sie im Keller die Leiche eines Bettlers. Die Wachen schickten nach Karius, der hier in Brumar Verbrechen untersucht. Im Handumdrehen hatte Rainil Karius überzeugt, dass Bradon ein Vampir war. Die Beweislage steht für Bradon schlecht? Natürlich. Die wurde offensichtlich von einem anderen dort platziert. Warum sollte er in seinem eigenen Haus eine Leiche lagern? Das ist doch lächerlich. Da hast du recht. Und noch etwas. Die Wachen erzählen groß herum, dass nie einer Bradon bei Tageslicht gesehen hat. Natürlich nicht. Er arbeitet nachts, also schläft er tagsüber. Warum macht ihn das zu einem Vampir? Das kommt alles von diesem Rainil. Ich traue ihm nicht. Am schlimmsten ist, dass ich mir sicher bin, ihn schon irgendwo mal gesehen zu haben. Natürlich behauptet er, noch nie hier gewesen zu sein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Bitte, helft mir, die Unschuld meines Mannes zu beweisen. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Findet ihn und holt die Wahrheit aus ihm raus. Ich schwöre, er lügt. Ich weiß, ich klinge verzweifelt, aber ich sage die Wahrheit. Aha, es ist ein Verbrechen und wird die Behörden auf den Plan rufen, wenn ihr euch wiederholt ein Bratungszeichen zu schaffen macht. Ich werde doch einfach nur gucken, ob vielleicht irgendwelche Hinweise oder so an ihm sind. Da ist der Bettler. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, einfach die Leiche hier zu haben. Da hat sie recht. Der hat bestimmt zwei Einstiche im Hals. Oh, und schon irgendwelche neuen.
Also da... Tut mir leid, aber ich... Hallo. Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal den ganzen Stadtbewohner befragen. Ich bin Sirok, Heiler der Kapelle von Bruma. Ah ja, der Vampirjäger. Soweit ich weiß, ist er vor kurzem hier in Bruma aufgetaucht. Doch damit nicht genug. Offenbar zählte Bradon Lirian zu diesen widerwärtigen Kreaturen. Also, er schien ein netter Kerl zu sein. Schönen Tag. Hallo. Seid gegrüßt, Bretone. Wo komme ich eigentlich ins Schloss hinein? Die Gräfin wollte ja eigentlich auch noch was von mir. Die mir eben sagen. Wie geht's? Womit kann ich euch heute dienen? Ich gebe solche Informationen für gewöhnlich nicht. Vor allem nicht an Fremde. Ich weiß, dieses Urteil steht mir nicht zu, aber ich glaube, die Soldaten der Stadtwache haben Unrecht. Es ist schwer, sich Bradon als Vampir vorzustellen. Ich könnte schwören, ihn auch schon bei Tage draußen gesehen zu haben. Also, wenn er sich nicht erst vor kurzem angesteckt hat, würde ich sagen, sie irren sich. Als ich hörte, dass Rhaenyl ihn getötet hatte, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Aber nach eurem Besuch fange ich an, mich zu wundern. Mhm. Ich bin ganz Ohr. Einverstanden, ich habe keine Wahl. Der war gut. Ich glaube es nicht. Dass ich nicht lache. Das ist ziemlich gut. Macht euch nicht lächerlich. Hört auf, ihr macht mir Angst. Bla bla bla, das ist so langweilig. Hört auf, ihr macht mir Angst. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich glaube es nicht. Ja, ja, redet nur weiter. Das ist nicht schlecht. Ich gebe solch... Ich bin ganz... Hab Dank, wie freundlich. Ich gebe solche Informationen für gewöhnlich nicht. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet. Erzählt weiter. Okay, ich kann nichts weitermachen. Schade. Ich wünsche euch eine gute Reise. Ja? Ah ja, der Vampirjäger. Soweit ich weiß, ist offenbar erschien ein... Einen schönen Tag wünsche ich noch. Danke, dir auch. Ich bin ganz Ohr. Hallo. Was kann ich für euch tun? Ah, ihr meint diesen Vampirjäger. Er wohnt drüben in Olafs Bräu und Streu. Es ist nah am Stadttor, ihr könnt es nicht verpassen. Okay. Wiedersehen. Das war also das, was er mir nicht sagen wollte. Boah! Wow. Hallo? Hallo! Womit kann ich... Ich wünsche euch eine gute Reise. Womit kann...
Für euch? Selbstverständlich. Ich weiß, diese... Ich gebe... Ich will... Ja, Quatsch. Sollte das mein nächstes Ziel sein, ja. Euch eine gute Reise. Ja. Wie ist das Wertebefinden? Habt ihr gehört, warum Edla Düsterherz angeblich Skyrim verlassen hat? Ich habe viel über sie gehört, aber nichts Gutes. Sie ist möglicherweise eine bezahlte... Aha, arme Arnora. Lebt wohl. Schönen Tag. Okay, das lohnt sich nicht, da irgendwie einzubrechen. Seid gegrüßt. Anvil ist in Aufruhr. Zuerst wurde die Kapelle überfallen. Und jetzt... Warte, wie spät ist es? 5 Uhr. Wenn meine Theorie richtig ist und das ein Vampir ist, dann wird er natürlich in die tagsüber rausgehen. Jetzt sollte ich bis zur Nacht warten. Guten Abend. Hallo. Anscheinend was? Unterweist Rechtswind mich dann auch andere Mitglieder der Kämpfergilde in der Kunst der Klinge. Kann wirklich mit dem ich kann mir umgehen. Vorstellen, dass er ein Kein guter Wunder, Lehrer dass er ist. Die anderen Mitglieder Kämpfergilde der Kämpfergilde sollten... Ich bin Surotan, stolzer Eigentümer von Nova Roma, einem kleinen Stück des Zentrums des Kaiserreichs, hier in den hohen Gebirgszügen des Schiralgebirges. Mhm. Ah ja, der Off... Wirklich, euch der Kaiser froh. Und seine drei Söhne. Gruß getötet. Euch. Was kann ich für euch tun? Auch hier. Gibt es Neues aus den anderen Regionen von Tamriel? Stopp, Dieb! Hä? Seid gegrüßt, Kaiserlicher. Guten Abend. Der Kaiser und seine drei Söhne. Getötet. Direkt unter den Augen der Wachen. Eine Gruß Schande euch. Ist das. Interessant. Ich war bei Olaf und begegnete diesem Blumenmeer namens Rhaenyl Dranas. Nach ein paar... Brotsch Carlos, Alchemist. Unterweisung für Fortgeschrittene, nach Vereinbarung. Ah ja, der... Offen, erschien ein... Schönen Tag. Sie nennen mich Ong... Schönen Tag. Oh, hallo. Hallo! Taschendieb! Taschendieb! Passt auf eure Geldbeutel auf! Er hat auf jeden Fall den Schlüssel. Was? Ist das jetzt eigentlich ein Verbrechen gewesen? Kopfgeld 25, ja. Das war's. Bei den Göttern. Sicher. Jetzt habe ich keinen. Warum ist denn 10? Ist auch nicht schlecht. Höchstes Kopfgeld 40. Weiß nicht, wofür ich das bekommen habe. Bis später. Auch hier. Ja, okay. Ich müsste den Schlüssel von ihm klauen. Aber bin ich noch nicht gut genug drin, also... Was denn nun schon wieder? Dann sollte ich die Mission erstmal noch ein bisschen ad acta legen. Und irgendwann später dann nochmal machen. Komm ich hier zum Schloss?
Nee. Komische Statue. Großer Hall doch. Ach doch. Hier ist das Schloss. Schön, schön. Hallo, wart mal kurz. Ich habe bereits viel von euren Taten von meinen Leuten in Brumar gehört. Ich hoffe, das Präsent, das Tolgan euch gab, hat euer Interesse geweckt. Ja, aus diesem Grund bin ich hier. Ihr habt recht. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Gräfin Narina Carwine. Ich vermute, ihr habt schon die zahllosen Akaviri-Reliquien bemerkt. Man könnte sagen, dass ich eine Sammlerin bin. Ich habe viel Zeit und Geld investiert, um diese Beispiele frühester Geschichte zu erwerben. Ich würde sogar behaupten, dass meine Sammlung die vollständigste in ganz Cyrodiil und vielleicht darüber hinaus ist. Es fehlt mir nur eins. Eine spezielle Reliquie, die ich schon seit vielen Jahren vergeblich suche. Besäße ich dieses Stück der Akaviri-Antike, wäre meine Sammlung wahrlich komplett. Ich spreche natürlich vom drakonischen Stein des Wahnsinns. Okay. Der Stein ist ein schönes Beispiel der Akaviri-Handwerkskunst. Der Talisman, der wie ein Amulett angelegt wird, soll den Träger vor Giften aller Art schützen. Der Stein des Wahnsinns sieht aus wie eine zusammengerollte Schlange. Die Augen der Schlange sollen aus Edelsteinen oder Ähnlichem bestehen. Über meine Quellen habe ich erfahren, dass der Stein des Wahnsinns zuletzt in den Ruinen am Fahlen Pass gesehen wurde. Okay. Kennt ihr die Geschichte des Fahlen Passes? Nee. Gegen Ende der ersten Ära versuchten Räuber von Akavir hier in Tamriel Fuß zu fassen. Damals war das Reich in mehrere Fraktionen gespalten. Rehman Cyrodiil entschloss sich, das Land zu einen und mit einer gemeinsamen Armee die Angreifer zurückzudrängen. Diese Armee wurde als Armee von Rehman bekannt. Die beiden Armeen trafen im heutigen Nord-Cyrodiil aufeinander. Die Akaviri waren stark und gut bewaffnet. Ihren größten Fehler begingen sie jedoch, als sie durch Morrowind marschierten, ohne sich darum zu scheren, wie Vivek darauf reagieren würde. Doch sie hatten nicht mit Fürst Vivek gerechnet, der sich mit den Tridentkönigen der Drök verbündete und von Morrowind aus ihre hintere Flanke angriff. Dies zwang die Akaviri dazu, an zwei Fronten zu kämpfen, und es schnitt ihren Versorgungsweg über das Meer ab. Das Bündnis hat den Konflikt also beendet? Nicht ganz. Die Armee von Rehman wusste, dass die Akaviri-Truppen von einem Versteck in den Bergen aus kommandiert wurden. Es sollte sich in einem verschneiten Tal namens Fala Pass befinden. Dieses Tal versuchte Rehman zu finden. Während sich seine Truppen jedoch durch die Giralberge kämpften, ergaben sich die Akaviri plötzlich. Man nahm an, sie sahen ihren Kampf bereits als verloren und gaben auf. Sonderbar war jedoch, dass der Kommandoposten und der Fahle Pass nie gefunden wurden. Es wurde als Gerücht abgetan und die Armee von Rehman feierte. Jetzt habe ich jedoch erfahren, dass es diese Stellung doch gab und dass der drakonische Stein des Wahnsinns dort zuletzt gesehen wurde. Okay. Wenn ihr mir den drakonischen Stein des Wahnsinns bringt, sollt ihr zum Dank ein anderes Akaviri-Artefakt erhalten. Einverstanden? Ja, klar. Ich wusste, ihr würdet zustimmen. Gut, dann will ich euch sagen, wie ihr den Stein des Wahnsinns findet. Ich bin im Besitz des Tagebuchs eines Boten der Akaviri. Ich vermute, dass euch der Text darin zu den Ruinen führt. Hier ist eine Übersetzung der Abschnitte, die wir entziffern konnten. Das Buch war schon ganz zerfallen. Ich habe ebenfalls eine grobe Karte beigelegt, wie sie auch im Tagebuch gezeichnet war. Ich gebe euch auch einen einzigartigen Schlüssel, den man angeblich beim Tagebuch fand. Ich nehme an, er wird sich als nützlich erweisen, wenn ihr am Fundort ankommt. Okay. Schon viele Kundschafter haben den fahlen Pass für mich gesucht. Sie fanden jedoch nur die ersten einer Reihe von Orientierungspunkten. Diese Punkte werden im Tagebuch erwähnt. Der Drachenklauenstein genannte Punkt wurde bereits gefunden. Ich markiere es euch auf der Karte. Was jetzt geschieht, liegt bei euch. Meine Männer berichteten von bitterer Kälte und gefährlichen Kreaturen, die verhinderten, dass sie weiter vordringen konnten. Seid vorsichtig und kehrt bald zurück.
Viel Glück. Das klingt doch nach einer sehr interessanten Mission. Möge euer Weg frei von Gefahren sein. Danke. Ja, wo hat sie denn eigentlich die ganzen Artefakte ausgestellt? Ah, hier zum Beispiel. Sehr schwer. Kombinierter Schild. Ja, den sollten wir nicht klauen. Hören wir uns das einmal an. Okay, dann lesen wir, glaube ich, mal in der nächsten Folge dann das Tagebuch und versuchen dann den Fall in Pass zu finden. Bis dahin wünsche ich euch einmal schönes. Wir sehen uns. Tschüss. Begog!